Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute habe ich ein bisschen gemischtes Gameplay für euch. Ein Despotar, wie ihr hier sehen könnt. Ein Ho-Oh. Und ja, nichts Atemberaubendes kann ich euch heute zeigen. Auf jeden Fall mal so ziemlich aktuelles Gameplay zum aktuellen Event, was so ein bisschen passend ist. Und ich erzähle euch, was bei dem nächsten Nintendo Switch-Spiel so drin sein wird, was also jetzt schon bekannt gegeben worden ist. Warum ist es interessant? Weil das so nah mit Pokémon Go zusammenspielen soll oder man es verbinden kann und so weiter. Der erste Punkt zum Beispiel: Wie verbindet man Pokémon Go und Let's Go miteinander? Mit einer einfachen Bluetooth-Verbindung wurde dann beschrieben. Und das nächste ist, wie kommen Pokémon in Let's Go? Oder wie kann man transferieren? Was genau steckt dahinter? Jetzt steht wirklich fest, dass man von Pokémon Go zu Let's Go transferieren kann, aber nicht umgekehrt. Das heißt, ihr könnt nicht von Let's Go Pokémon wieder zurück zu Pokémon Go transferieren. Das ist interessant. Was kann das einem dann groß bringen? Also außer man hat wirklich irgendwelche Schätze, die man einfach nicht verschicken möchte, aber dennoch irgendwo behalten möchte. Und diese landen dann in Let's Go eigentlich im Safari Park. Dennoch kann man mit den transferierten Pokémon wohl Minispiele machen und es wird empfohlen, sogar mehrere Pokémon der gleichen Art zu transferieren. Könnte auch interessant sein. Da müssen wir uns überraschen lassen, was da jetzt eigentlich bei rauskommt. Ich bin gespannt. Also, ja, man müsste echt überlegen, welche Schätze könnte man aus Pokémon Go echt wegmachen, wo man sagt, ja, okay, also macht nichts, wenn das jetzt nicht mehr drin wäre. Also es gibt, aber natürlich, wenn man jetzt dann weggeht, also zum Beispiel auf eine Veranstaltung, wo man dann viele andere Leute trifft und dann sagt man, ja, ich habe das und das, aber das habe ich auf Let's Go übertragen. Na toll, dann kann man es ja gar nicht mehr zeigen. Schau doof. Ah, ich weiß noch nicht. Interessant ist vielleicht auch der Punkt hier. Ein großer Schwerpunkt bei Let's Go-Spielen sind Eltern und Kinder, die zusammenspielen. Let's Go ermöglicht es Kindern ohne Smartphone nach draußen zu gehen und Pokémon auf dem Switch zu fangen, während die Eltern Pokémon Go spielen. Das hört sich sehr interessant an. Ich denke sogar, wenn das passt, dann ist das wirklich das Konsolenteil gemeint und nicht das Pokémon Go Plus. Ach, wie heißt denn das jetzt? Oder das Let's Go Plus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da soll es ja ein neues Plus geben. Ein neuer Pokéball Plus oder weiß was ich. Und damit soll es ja auch fast so ähnlich funktionieren wie mit dem Go Plus. Ah, jetzt habe ich es, und zwar Pokéball Plus ist das, und dies soll eine versteckte Funktion noch haben, die aber noch nicht bekannt gegeben worden ist. Aber vielleicht hier ein kleiner Einblick: Diese Eigenschaft lassen die im Pokéball gespeicherten Pokémon lebendig werden. Auch der Trailer sah dazu auch sehr interessant aus. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe und wenn alles stimmt, dann wird Let's Go, das neue Spiel, auf der ersten Generation beruhen. Und deswegen denke ich, kann man eigentlich darüber spekulieren, dass ein Geschenk von diesem Spiel auf Pokémon Go kein Pokémon sein wird wie Celebi oder ein anderes mystisches Pokémon. So, das war's zu dem Spiel Let's Go.
dass dieses Jahr auf jeden Fall noch rauskommt. Ich hoffe, sie halten sich dran. Nintendo, nein, nicht Nintendo. Die Pokémon Company hat es nicht so mit Terminen, falls ihr das schon wusstet. Und ja, es gab heute wieder Mewtwo X-Raid-Einladungen. Es gab eher X-Raid-Einladungen. Und eventuell wird Mewtwo rauskommen. Glückwunsch an alle, die eine bekommen haben. Jetzt schaut euch noch in Ruhe dieses Ho-Oh an. Dieses wettergeboostete Ho-Oh ist nun fort. Das Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.